Wo gibt's den Podcast? Den gibt's auf allen Plattformen. Sonst findest du den auch einfach unter meinem Stream. Der Podcast heißt Chatgeflüster. Den gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podimo. Zum Thema wollen wir erstmal vorweg mit den negativen Punkten anfangen, die man als Kritik bekommen hat. Das war das Thema Werbung. Ich möchte das nicht besser reden, als es dann am Ende vielleicht doch nicht war. Dreimal Werbung, habe ich gehört, ist etwas viel für die meisten gewesen. Gerade die Platzierung der Werbung hat einigen nicht gefallen, dass es so mitten in dem Gespräch dann auf einmal war. Besser wäre gewesen, direkt nach dem Intro, hey, hier kurz einmal Werbung, danach geht's los und dann nochmal am Ende. Das war die erste Folge, da wird es mit Sicherheit auch Verbesserungen geben in Zukunft. Aber ich werde jetzt keinen Namen nennen. Aber was viele von euch, glaube ich, nicht realisieren, ich rede jetzt in die Pusteblume hinein und zeige nicht mit dem Finger auf irgendjemanden. Ich möchte euch aber trotzdem nochmal kurz daran erinnern, dass gefühlt 80% der riesen Podcasts, bis 80 bis 90% der großen Podcasts, exklusive Podcasts sind, die ein Exklusivdeal mit der Plattform haben, wo sie zu hören sind. Das heißt, als Beispiel, Podcast-Folge XY, Format XY auf Spotify. Dort ist vielleicht keine Werbung drin. Warum ist da keine Werbung drin? Weil die Leute, die den Podcast einsprechen, Geld dafür bekommen von Spotify, dass sie exklusiv ihren Podcast nur auf Spotify hochladen. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe keinen Exklusivvertrag bekommen mit Ungespielt zusammen. Spotify hat abgelehnt, denn die Malta-Geschichte, die jetzt knapp ein Jahr her ist, war denen immer noch zu heiß. Kann man drüber streiten. Ich respektiere die Meinung. Hätte mir in der Situation eventuell ein wenig mehr Verständnis und Nachsicht gewünscht. Die ganze Aktion ist ein Augenblick her. Alle Seiten sind dazu aufgeklärt. Die Entschuldigung meinerseits ist vorhanden. Dieses Verhalten ist im Nachhinein nicht mehr vorgekommen. Klar bin ich eine reale Person. Nichtsdestotrotz bin ich auch ein wenig Künstler. Ich will nicht sagen, dass es eine künstlerische Sache war, die ich dort gemacht habe. Sie war eine Sache, die nicht in Ordnung war. Aber im Umkehrschluss, wenn ich mir dann anhöre, was zum Teil für Songs auf Spotify veröffentlicht werden, mit welchen Inhalten, gut, ist halt so, ist ja auch vollkommen, ist ja gut. Also, ich will mich jetzt nicht beschweren. Spotify hat ihre Meinung gehabt, sie möchten keinen Exklusivdeal mit mir und Ungespielt haben. Kein Problem, habe ich respektiert, fand ich ein bisschen schade, wie gesagt, weil das Ding ist ein wenig älter, was da passiert ist. Aber ich muss es dann hinnehmen. Aber mit jedem Rapper-Deal eingehen, egal, draufgeschissen. Weswegen ich das jetzt nur erkläre, heißt nicht, dass in Zukunft weiterhin so viel Werbung kommt in unseren Folgen oder besser platziert, besser dann eventuell. Aber so ein Podcast muss sich refinanzieren. Man macht in der Größe, die ich und ein Ungespielt haben, macht man kein Podcast und lädt den for free auf den Plattformen hoch. Es geht nicht dabei darum, dass man euch das nicht gönnen möchte, dass ihr den umsonst hören könnt. Es bleibt ja für euch gleich. Ihr könnt ihn ja umsonst hören. Das Einzige, was ihr braucht, ist halt den Account zu der Plattform. Aber bei der Reichweite, die man dort mitbringt, lädt man das aus Business-Sicht. Und am Ende geht es einfach um Business. Man lädt diesen Podcast mit der Reichweite und den Zuschauern, die man mit sich bringt, lädt man das nicht for free auf dieser Plattform hoch. So läuft das. Und ich kann euch einfach auch da nur ehrlich sagen, sehr, 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 sehr viele Podcast-Folgen, die ihr hört, sind werbefrei. Und das ist auch cool. Aber warum sind die werbefrei? Weil sie exklusives Money jeden Monat von Spotify in die Tasche gesteckt bekommen, dass sie ihren Podcast auf Spotify hochladen. Bist du da, Süße? Ja. Gut. Wie fandest du meinen Podcast heute? Das ist das Wichtigste. Warum macht das Spotify? Naja, die Rechnung ist ja relativ simpel. Kollege Y möchte einen Podcast hochladen und Spotify ist natürlich daran interessiert, dass dieser exklusiv nur bei ihnen hochgeladen wird, damit die Konkurrenzplattform weniger Aufmerksamkeit bekommt. So ist das Geschäft. Wer das nicht versteht, ist vollkommen in Ordnung. Am Ende des Tages muss man auch ein guter Geschäftsmann sein. Und wie gesagt, ich entschuldige mich bei den Leuten, die sich daran gestört gefühlt haben, dass dreimal Werbung
zu viel war. Also für die Leute, die gesagt haben, ey yo, dreimal Werbung war mir zu viel, das fand ich unangebracht, das hat mich genervt, dann entschuldige ich mich, das war nicht unsere Intention. Gebt uns ein bisschen Zeit, das war unsere erste Folge. Und ich habe das Feedback heute direkt weitergeleitet und wir werden an einer anderen Lösung arbeiten. Das heißt nicht, dass die Spotify, die Podcast-Folgen von mir und Simon Unge spielt, also von Unge, werbefrei sein würden, denn wir müssen uns nicht refinanzieren, das hört sich doof an, aber wir müssen aus diesem Projekt auch einen finanziellen Mehrwert für uns mit rausnehmen, denn dahinter ist auch ein Riesenteam, was im Vorhinein zehn Stunden hier, zehn Stunden da Arbeit reingesteckt hat und am Ende sind wir Geschäftsmänner, bringen eine riesen Reichweite auf etlichen Plattformen mit und ich glaube, die erwachsenen Menschen unter euch oder die, die es nachvollziehen können, werden verstehen, dass für euch ändert sich nichts daran. Der Podcast ist für euch kostenlos, wie gesagt. Aber am Ende ist es immer noch ein Business, was man mittlerweile betreibt. Aber wir werden daran arbeiten. Also das lässt mich nicht kalt. Es werden noch etliche Folgen kommen. Und ich denke, sagen wir mal, wenn man den Podcast in drei Teile aufteilt, und ich meine nicht drei Themenfelder, sondern ich meine, dass man nach 5 Minuten Intro einfach kurz in der Aufnahme sagt, Freunde, mit der nächsten Thematik geht es sofort weiter. Es gibt kurz eine Runde Werbung. Und dann hören wir uns gleich in alter Frische. Puff. Dann ist es nicht so unerwartet. Und gut, dann kommt die erste Werbung. Das Thema geht weiter. Nach 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, wo man in dem Thema ist, kann man ja in der Aufnahme dann sagen, Jungs, wir machen an der Stelle kurz einen kurzen Break. Geht kurz Pipi-Pause machen, holt euch was Frisches zu trinken. Ein kleiner Werbeclip folgt. Und am Ende nach dem Outro kommt auch mal eine Werbung. Ich denke, es geht nicht primär darum, dass dreimal Werbung zu viel ist, was man immer noch behaupten kann, sondern es geht auch darum, wie diese Werbung in dem Hörbuch dann platziert ist, oder? So ist es nicht. Meine andere Cam an, falls du aufstehst, sag Bescheid. Ja. Genau so ist es. Aber ansonsten, ich hatte die Cam nur umgestellt, Chat, da oben hin, ne? Damit, es gibt immer irgendwelche Arschlöcher, die dann in dem Fisch, der da in meinem Aquarium rumschwimmt, meine Freundin sehen. Wisst ihr, wie ich meine? aber wir werden dran arbeiten. So, wir werden dran arbeiten, denn mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht. Mir hat der Podcast sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist mal komplett was Neues. Klar, das Rad kann man nicht neu erfinden, das habe ich auch in dem Podcast gesagt. Es gibt so viele Sachen oder es gibt eigentlich nichts, worüber man nicht schon im Livestream geredet hat, gerade weil man eine Person des öffentlichen Lebens ist, die sich nicht daran bereichert oder sich nicht daran messen kann, extrem gut in einem Spiel zu sein, sondern man hat diesen Hype wegen dem, was man ist als Person. Dementsprechend ist es schwer, auf einmal ein Thema aufzugreifen, was man noch nie besprochen hat. Wie oft kommt er denn? Einmal in der Woche kommt er. Ich glaube, oh, lass mich lügen, die erste Staffel werden 9 oder 12 Folgen sein, ich weiß es nicht ganz genau. Sind das One-Takes oder sitzen die länger dran? Also wir haben eine Pilotfolge aufgenommen, die habt ihr nicht gehört. Die Folge, die wir jetzt hochgeladen haben, war ein One-Taker. Also klar wird da auch mal geschnitten, wenn man sich verhaspelt, aber eigentlich war es ein One-Taker. Ist die erste Folge schon draußen? Ja, die erste Folge ist schon draußen, hier könnt ihr es auch sehen. Die erste Folge ist schon draußen, Chatgeflüster ist für euch, ihr müsst da nichts für bezahlen, ihr braucht halt einen Account auf Spotify, auf Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und Podimo. Dort könnt ihr die Folge kostenfrei hören. Kannst du die Readly-App zeigen? Code C, ich habe mir die angeguckt. Ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst, du kleiner. Hab nach Magazinen geschaut, die da am Start waren. Leider hatten sie keinen Stern, aber Playboy hatten sie. Und dann war das Ding eingetütet. Kannst du sagen, wieso das so heißt? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ist vielleicht ein Eigentor, vielleicht auch nicht. Den Chat, den Namen haben wir uns nicht selber ausgedacht. Bevor jetzt alle wieder Skandal schreien. Ich bin, was sowas angeht, vollkommen einfallslos und tue mich extrem schwer, mich festzulegen. Nein, hör zu. Das läuft so, auch mit wenn man eine Firma gründet. Es gibt, das ist Business-Chat. Es gibt so viele Namen. Nur mal als Beispiel jetzt. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Es gibt einen Podcast, der heißt schon Hahahihi. Digga, irgendjemand hat einfach seinen Podcast Hahahihi genannt. Versteht ihr? Und am Ende, Digga, am Ende geht es darum, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ich schreibe mir 30 Namen auf, wallabila, 28 Namen sind davon schon vergeben. Und es verschwendete Zeit. Das heißt, was haben wir gemacht, Simon und ich? Wir haben eine Agentur oder das Management beauftragt, Namen rauszusuchen, sich auszudenken,
die sie cool finden, die aber wiederum auch noch nicht vergeben sind. Wir haben eine Liste bekommen mit etlichen Namen, haben die in die engere Auswahl gebracht, haben gesagt, die finden wir nicht gut, finden wir gut. Und am Ende sind wir darauf gekommen, dass die Namen, die uns vorgeschlagen worden sind, die für uns cool wären, war Chatgeflüster am besten. Da haben wir uns drinne gesehen, der Name war noch nicht vergeben und gut ist. Und ich finde den Namen cool und wie ist das zustande gekommen mit Simon und mir? Ich bin jetzt mit Simon nicht Best Friend. Bin da ganz ehrlich zu euch und Simon wird euch das genauso sagen. Ich kenne Simon schon lange, aber es ist jetzt nicht so, als wenn wir einmal die Woche Bilder austauschen und uns darüber austauschen, bei wem die Schamhaare länger gewachsen sind. Ja, wisst ihr, da wird er definitiv auch siegen. Das ist aber was anderes. Aber Simon und ich verstehen uns sehr gut, sind immer wieder im engeren Austausch gewesen. Ich habe auch oft so ein bisschen bei ihm nachgefragt, wie ist das mit Auswandern und so. Also wir verstehen uns gut. Ich glaube, das, was dann den Reiz ausgemacht hat, ist, dass Simon eigentlich ein komplett anderer Typ Mensch ist als ich. Er ist vegan, er ist öko, er ist ausgewandert. Er ist komplett der Kontrast zu mir. Kontraste hätten wir auch gerne im Podcast genannt, gab es aber schon. Er ist reicher als ich. Ja. Und ich denke, die Kombination wird in naher Zukunft cool sein. Nicht spielsüchtig, das weiß ich, was du meinst, bin auch nicht spielsüchtig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Spin gemacht am Automat. Aber unterm Strich war das Feedback eurerseits cool. Also hat mir sehr gefallen. Überlegt, die Folgen auch auf YouTube zu bringen, um direkt Feedback zu bekommen. Bruder, nicht böse gemeint, ich finde, Podcasts gehören nicht auf YouTube. Auf YouTube gehören Videos. Für mich persönlich. Jeder kann das so machen. Ich respektiere jeden, der Podcasts auch auf YouTube hochlädt. Aber für mich ist YouTube eine Videoplattform und Podcasts gehören, die aus meiner Wahrnehmung nur Audio-Inhalte beinhalten, gehören für mich nicht auf YouTube. Hab die erste Folge beim Duschen gehört und mich bei eurem erotischen Stimmen angefasst. Ja, danke dir, Digga. Das ist genau das Feedback, was ich mir erhofft habe. Hoffe, du bist auch gekommen, Kappa. Wird es auch Gäste geben? Erstmal nicht geplant, nein. Erstmal nicht geplant. Obwohl die Körpersprache auch interessant sein könnte. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich denke, wir bleiben dabei, dass wir das als Only-Audio-Datei hochladen werden. Wir haben bei der ersten Podcast-Folge jetzt auch die Videoaufnahme mit angeschmissen, aber eher um Werbematerial zurechtschneiden zu können als Clips, Teasers etc. Jede Folge ein Thema, Rocket Coffee. Nee, Digga, also ich weiß nicht, aus welcher Welt du kommst. Ich habe gedacht, wir labern jetzt 2 Seasons lang 24 Folgen über Salami-Pizza, Digga. Hä? Ich fand, du hast irgendwie deutlich mehr geredet als Simon. Ja, das kann ja mal passieren, Digga, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da jetzt nicht die Stoppuhr nachgestellt, weiß ich nicht. Das war die erste Folge, Chat, wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, je länger man das macht, desto besser wird man da auch drin. Also die zwei Punkte, die man auf jeden Fall in Angriff nehmen sollte, meiner Meinung nach, ist A, die Audioqualität. Obwohl ich aus meiner Wahrnehmung die Audioqualität auf meinem, ich kann euch die mal ganz kurz zeigen, wo ist das hier? Podcast Teil 1. Das ist meine Original-Audio-Qualität hier. Moment. Ja, wir wollen jetzt ja hier keinen virtuellen Schwanzvergleich machen. Ich denke, wir sind beide sehr, sehr bekannt, sowohl hier auf den Social-Media-Plattformen halt als auch in der Hinstadt, in Köln oder in Hamburg oder whatever. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Es ist mehr Bass in der Stimme, habe ich das Gefühl. Ich hatte das Mikrofon auch dichter dran, aber das Rauschen im Hintergrund ist immer noch da und es ist zu hell. Und also auf jeden Fall muss ich an meiner Audioqualität noch arbeiten. Ich habe mir auch ein neues Mikrofon bestellt. Das war auch schon letzte Woche da, ich war aber zu faul, das anzuschließen, man kennt's. Und ich habe auch gedacht, dass es mit dem Mikrofon hier reichen wird. Die Audioqualität meiner Meinung nach war nicht so berauschend bei mir, obwohl ich sie bei der Aufnahme und im späteren Anhören besser wahrgenommen habe, als sie dann sich angehört in der Folge. Und da war leider auch ein bisschen Zeitdruck. Wir haben die Folge aufgenommen irgendwie 5 Tage oder 4 Tage, bevor der erste Podcast-Teil online kommen sollte. Also Audioqualität meinerseits überarbeiten. Eventuell lasse ich mir auch jemanden hierher kommen, der sich mit Audiotechnik auskennt, der mir das komplett neu einrichtet. Müssen wir mal schauen, ob das diese Woche noch klappt zur 9. Folge oder darauf die Folge. Und das Thema Werbung habe ich wahrgenommen. Ob es jetzt 2 oder 3 Clips am Ende sind, okay,
Schauen wir mal. Ich denke, man sollte es davon abhängig machen, wie lang vielleicht auch die Folge ist. Wenn eine Podcast-Folge 1,5 Stunden geht, finde ich 3x Werbung nicht verkehrt. Geht eine Folge 30 Minuten, ist 3x Werbung zu viel. Und die Platzierung der Werbung vom Timing sollte auch überarbeitet werden. Also diese zwei Punkte, wobei der zweite Punkt mit der Audioqualität eher zwei gesplittete Punkte sind, sagen wir mal diese 2,5 Punkte, die sollten wir überarbeiten. Und dafür sind wir aber auch da, dass wir uns da connecten. Deswegen könnt ihr uns auch unter dem Hashtag Chatgeflüster Nachrichten zukommen lassen, die wir uns dann durchlesen werden. Oder ich interagiere hier halt direkt live mit dem Stream. Wie findest du eigentlich das Lagerfeuer hinter dir? Hast du es noch gar nicht gesehen, oder was? Sieht doch ganz cool aus, ne? Ja. Auf jeden Fall besser als das Knistern. Ja, das Knistern war nicht so geil. Der Nagelknipser letztes Mal, ne? Ja. Er hat einfach rechts, sie chillt hinten. Naja, Bruder, glaubst du, ich lüge oder was? Meine Süße sitzt hinter mir auf dem Sofa und spielt Sims 4, shoppt ein bisschen nebenbei, spielt am Handy. Beste Leben, Bruder. Wenn ihr jetzt nicht da wärt, dann würde hier Lil Peep laufen. Ich würde hier ein bisschen chillen, sie wird ein bisschen chillen und wir würden beide so ein bisschen abhängen. Wir haben heute Gamora zusammen geguckt, Fußball zusammen geguckt, wir haben Holger besucht heute, wir waren einkaufen, wir waren spazieren mit dem Hund. Das ist ja auch das, was ich letztes Mal gesagt habe. Die Leute machen immer Filme und sagen, ey, Monte, du willst das Wochenende mit deiner Freundin verbringen, aber bist abends live. Ja, du Schwanzkopfgesicht. Hallo, der Tag hat 24 Stunden. Aber gut, das ist ein anderes Thema nochmal. Die Messlatte auf Spotify und anderen Plattformen ist sehr hoch, denn heutzutage macht jeder Hans und Franz ein Spotify, also Podcast. Sorry, ein Podcast. Dementsprechend ist aber auch die Messlatte sehr hoch. Wie hieß den Podcast, den wir da zusammen gehört haben? Den Edelmacher? Ja? Mordlust habe ich letztes Mal gehört mit meiner Süßen. Oh, Bruder, ich bin fast durchgedreht. Nein, das war kein... Ja, ich... Das ist der beste Podcast, den es gibt. Nee. Doch. Sagen wir es mal so. Er war gut, aber es waren zwei Frauen, die da geredet haben und die haben mit Frauenhumor geredet. Ich habe keinen Frauenhumor, also war es schwer für mich, auch mitzulachen. Es geht ja auch um Mordfälle, wie witzig willst du das sein? Was? Ja, es geht ja auch um Mordfälle. Die haben trotzdem die ganze Zeit gelacht. Ja, aber... Die eine hat übers Abschlachten geredet, die andere immer im Hintergrund heimlich in die Mikrofon. Oh, wie schrecklich. Also ich fand den Fernsehsachen. Ja, der ist gut, keine Frage, aber ich glaube, er ist, also für mich war es der Eindruck, dass er eher für Frauen gemacht ist. Nee. Na gut. Erster Streit, ihr seid dabei. Du hast, nein? Nein, du hast kein Recht. Ja, okay, das klären wir später. Zweiter Streitchat, ihr seid auch live dabei? Also die Messlatte ist bei Spotify sehr hoch, was Qualität und Inhalte angeht. Wir hatten einfach Bock auf diese Podcast-Geschichte. Wir reden da schon Ewigkeiten drüber, Simon und ich, aber es war auch eine schwere Geburt, denn ich werde jetzt keine Namen nennen, aber viele Streaming-Plattformen tragen die Nase sehr hoch und lassen sich erstmal für eine Antwort auf eine Mail unseres Managements warten, die mal gefühlt mit einer Antwort einen Monat. Das Ding ist jetzt schon irgendwie ein Jahr in der Pipeline oder ein Dreivierteljahr. Hat Ewigkeiten gedauert. Wir sind am Ende des Tages alle happy. Klar, ein exklusiver Deal hat besser geschmeckt, sind wir ganz ehrlich. Wäre weniger Arbeit gewesen vielleicht. Aber für euch ändert sich nichts. Das Einzige, was sich für euch ändern wird, ist sowohl positiv als auch negativ. Der negative Punkt ist, am Ende des Tages wollen wir auch Geld daran verdienen, das ist klar. Geld verdient man darüber, indem man Werbung, Produktplatzierung mit einbringt. Wie gesagt, da habe ich schon gesagt, dass wir an diesem Punkt noch was ändern werden. Das ist der negative Punkt für euch, dass ihr euch ab und an mal einen Werbeclip anhören müsst. Der positive Punkt ist für euch in dem Fall, dadurch, dass wir keinen Exklusivdeal haben, ist unser Podcast aber auf allen Plattformen verfügbar. Das heißt, er ist kein Spotify-Exklusiv, sondern es gibt ihn sowohl auf Amazon, Spotify, Apple und. Das ist im Grunde schlecht für uns, dass es kein Exklusivdeal ist, aber gut für euch, denn es gibt ihn auf jeder Plattform.